So, meine Damen und Herren, lassen Sie uns beim Thema bleiben. Lassen Sie uns über Tageszeitungen reden. Und ich habe illustre Gäste hier bei mir in meinem UV Days Studio. Zum einen begrüße ich nochmal Volker Selk von IST Metz, den kennen Sie schon. Dann Thomas Stumpf zu meiner Rechten von der Huber Group, Sales und Product Manager. Hallo, schön, dass du da bist. Und last but not least Jens Untermeier, der die Leitung des Rollendrucks bei den Nürnberger Nachrichten innehat. Hallo, ich freue mich auf einen spannenden Talk mit euch allen. Und Jens, vielleicht direkt die erste Frage an dich. Zeitungen sind ja ein Massenprodukt. Nichts ist uninteressanter als die Zeitung von gestern. Die Produktion muss in sehr kurzer Zeit stattfinden. Wie lange dauert denn die Herstellung einer Ausgabe so in der Regel? Ja, prinzipiell ist es so, dass wir, dass den ganzen Tag an einer Zeitung gearbeitet wird, sei es jetzt Redaktion oder in der Planung. Es ist immer, hat immer was, jeder was zu tun. Wenn wir rein vor der Produktion sprechen, dann fangen wir abends um 20 Uhr an, die Maschinen herzurichten, sodass wir um 20.45 Uhr unseren Andruck haben. Und die letzte Ausgabe läuft dann gegen 1.45 Uhr aus. Die Weiterverarbeitung ist dann noch eine halbe Stunde länger beschäftigt. Ziel ist es bei uns, dass die Zeitung bis spätestens 6 Uhr im Briefkasten ist. Aha, das heißt, wird eine Zeitung dann in nur einer Schicht fertiggestellt? Produktionstechnisch ja, wie ich gerade schon gesagt habe, redaktionell natürlich nicht. Da sind sie manchmal nicht nur an einem Tag, sondern wochenlang an Recherchen dran. Aber was passiert dann in der restlichen Zeit? Wird die Maschine dann irgendwie anders ausgelastet? Ja, wir haben natürlich tagsüber auch Produktionen. Das sind unsere eigenen hauseigenen Wochenblätter, Verlagsobjekte, die wir produzieren. Sportmagazin Kicker läuft zum Beispiel, ist bei uns angesiedelt, den drucken wir. Ansonsten müssen wir natürlich auch die Maschine warten. Ohne Wartung funktioniert nichts. Und die wichtigste Produktion sind neben der Zeitung natürlich auch noch Fremdobjekte, die wir tagsüber produzieren müssen. Wir müssen ja noch irgendwie Geld verdienen. Mhm. Vielleicht die Frage an dich, aber letztendlich auch mal an alle. Denn da können Sie mit Sicherheit alle was zu sagen oder könnt ihr alle was zu sagen. Der Prozess für die Herstellung einer Ausgabe, inwieweit hat die sich in den letzten Jahren verändert? Ja, fange ich an. Wenn man jetzt mal auf die Rotation betrachtet, das anschaut, dann muss ich sagen, hat sich das sehr viel getan, gerade maschinentechnisch. Die Anlagen werden immer schneller, immer moderner, vollautomatisierter, hocheffizient. Wenn man jetzt den automatischen Plattenwechsel anschaut, ich glaube, da liegen wir jetzt bei 3 Minuten für die ganze Maschine, für den Ausgabenwechsel. Ja. Das ist echt gigantisch. Was wir noch feststellen, ist auch die ganze Druckvorstufe Richtung Plattenherstellung. Glaube ich, wird der Trend in Richtung prozessfrei gehen, ohne Chemie. Ansonsten, ganz großes Thema ist noch das Umweltthema. Mhm. Da sind wir Zeitungsdrucker zwar schon seit vielen, vielen Jahren große Vorreiter. Aber nichts geht heutzutage mehr ohne eine Zertifizierung, ob es jetzt Richtung EMAS ist oder Blauer Engel oder Ähnliches. Mhm. Ich glaube, das wird zukünftig noch mehr an Gewicht hinzukommen. Ja, und Volker, wir haben ja schon darüber geredet, UV und LED ermöglicht ja die Herstellung von Commercials, von hochwertigen, von qualitativ wirklich auch nochmal High-Level Commercials. Ist dies auf einer Zeitungsdruckmaschine eigentlich so ganz ohne weiteres, ohne Qualitätsverlust möglich? Ich würde es mit einem Ja beantworten. Im Prinzip wird sie Jens besser beantworten können, aber ich glaube, der beste Nachweis ist bei ihm im Haus gelaufen. Es wurden Produkte produziert. Die Fragen, genau diese Frage hat man sich im Vorfeld sehr wohl gestellt. Und die Ergebnisse sind absolut für sich selbst sprechend. Also die Maschinen, muss man ganz klar sagen, diese Maschinen, die zum Einsatz kommen, sie sind qualitatives Spitzenlevel. Und da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein hier. Die Maschinen kommen überwiegend aus dem Land. Und ja. Da würde ich sagen, da gibt es keine Einbußen, ganz im Gegenteil. Da sind ganz hervorragende Produkte möglich. Ja, ich will da gerne was zu ergänzen. Es ist ja so, dass die Qualität der Zeitung sich in den letzten Jahren ja immens verbessert hat. Das wird dem Leser im Einzelnen nicht unbedingt aufgefallen sein. Es ist natürlich vierfarbig, muss jede Seite heutzutage sein. Die Anzeigen müssen brillant und in der Wiedergabe sein. Also da ist die Qualität schon stark gestiegen. Aber ich habe halt immer noch eine Zeitung und es ist halt einfach ein ungestrichenes Produkt, der Bedruckstoff. Und somit ist die Qualität sehr hoch, aber es gibt halt den Unterschied zu einem klassischen Commercial,
auf einem anderen Bedruckstoff. Und das ist eigentlich der Unterschied. Die Maschinen leisten das ohne weiteres und die Qualität ist da ohne weiteres zu erzielen. Okay, ich höre daraus, also qualitativ hochwertige Commercials, die werden heutzutage anders produziert als früher. Du hast es gerade schon angedeutet, sie müssen alle vierfarbig sein. Gibt es da noch irgendwas, was ganz wichtig ist, was Commercials heutzutage die Produktion von damals unterscheidet? Ja, heutige Commercials, wenn man sich die anschaut, wo werden die gedruckt? Die werden überwiegend im Heatset oder zum Teil der Umschlag im Bogenoffset gedruckt. Das hat halt eben die Konsequenz, dass halt Umschläge, die auf Kartons über 100 Gramm verdruckt werden, die müssen halt dann mit einem Innenteil im Heatset zusammengeführt werden. Weiterer Arbeitsschritt, das ist so die klassische Herstellung eines Magazins heutzutage. Und das ist natürlich im Vergleich zu einer Zeitung schon ein Unterschied. Das klingt natürlich alles ganz wunderbar, diese UV- und LED-Ausstattung, aber die ist wahrscheinlich nur für Neumaschinen verfügbar, oder Volker? Nö. Nein, die ist sowohl für Bestandsmaschinen verfügbar als auch für Neumaschinen. Wenn da zwingenderweise eine Neumaschine dranhängen würde, wäre das Thema Investition in sehr, sehr vielen Fällen sofort ein Grund, darüber nicht nachzudenken. Okay, dann erzähl doch mal, was muss ich denn beim nachträglichen Einbau beachten? Es gibt viele Dinge zu beachten. Das eine ist der rein physische Einbau. Wie kann ich das System so in die Maschine integrieren, dass ein absolut sicherer Betrieb da ist, dass sämtliche Vorschriften seitens Berufsgenossenschaft etc. eingehalten werden können. Das ist ein Thema, das erscheint einem einfach, wenn man es richtig kann. Darum sagen wir auch, für uns ist es vielleicht einfach. Es sind aber viele Parameter drumherum, die sehr wohl bewertet werden müssen, die man verstehen muss. Auch hier hat natürlich auch der Jens sehr viel dazu zu sagen. Sie waren einer der ersten, die mit der LED-Technik hier in Deutschland aktiv geworden sind. Und da waren schon einige Dinge, die zu beachten sind, auch in Bezug auf Druckhilfstoffe und ähnliche Dinge wie Feuchtwasser etc. etc. Ja, wie ist das überhaupt, Jens, bei dir? Habt ihr eine Neumaschine euch geleistet oder habt ihr das Ganze aufgerüstet? Und wie funktioniert das generell? Also wird die komplette Maschine dann umgerüstet oder nur einzelne Drucktürme? Also wir haben jetzt bei uns eine ältere Maschine, die mittlerweile 19 Jahre alt ist. Letztendlich ist es aber so, man muss immer sagen wir mal, nachdenken, was man denn drucken möchte auf der Maschine. Will man jetzt, wie der Thomas vorhin schon gesagt hat, mehr Umschläge produzieren, dann reicht, wenn man einen Turm ausrüstet. Will man mehrere Seiten produzieren, braucht man durch dementsprechend mehrere Türme. Also die Integration letztendlich war von seitens IST, wir sind da relativ unvoreingenommen rangegangen, sagen wir es mal so, auch teilweise schon fast naiv. haben gedacht, wir schmeißen die Lampen rein und machen sie an und drucken damit, aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Das geht bei den Farben schon los, also Richtung Sicherheitsdatenblätter beachten, die Drucker und Helfer bei uns dementsprechend instruieren, dass sie hier mit Farben zu tun haben, die Fotoinitiatoren haben, die also gesundheitsbedenklich nicht ganz ohne sind, also immer mit Handschuhen arbeiten und so weiter. Die Zielsetzung war bei uns an der alten Maschine letztendlich, dass wir keinerlei Komponenten ändern, sprich keine anderen Walzen einbauen, keine Gummilöcher einbauen, keine anderen, sondern alles so wie es ist, erstmal Lampe rein. Wir versuchen das Ganze so umzusetzen. Unsere Schlosser haben dann für die Lampen dann die Halterungen noch gebastelt, die Elektriker die Kabel verlegt. Also es war ein relativ großes Projekt, hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, muss man dazu sagen. Für unsere Drucker hochinteressant, weil sie sowas an der Zeichnungsmaschine noch nie gesehen haben. Aber ich höre raus, die Integration ist doch ein bisschen aufwendiger als gedacht. Das ist, was ich so mitnehme. Kann man das auch pauschal so sagen? Was für Erfahrungen habt ihr so gemacht mit der Integration? Ja, also ich betrachte es mal von der Farbseite her. Und wir kennen ja, ich sage mal, einen Bogenklassischen Bogendrucker, der UV-Farben verdruckt und den Kohlset-Drucker, der Kohlset-Farben verdruckt. Und das ist auch eine Sache, wo wir im Gespräch mit dem einzelnen Drucker auch gegangen sind und haben einfach ihm auch versucht, die Angst da zu nehmen, dass UV jetzt irgendwie nichts Gefährliches in dem Sinne ist. Es ist so zu verarbeiten, es ist eine Druckfarbe, die anders aufgebaut ist, die anders auch zu handeln ist. Und man muss tatsächlich sich im Klaren sein, wenn ich auf einer Zeitungsmaschine eine UV-Farbe verdrucke oder Produkte damit erstellen will, dann muss ich einfach umdenken halt einfach auch. Und ich muss an gewisse Dinge halt, die halt auch beachten. Aber wenn ich daran denke und die Regeln, ich sage jetzt mal, einhalte, dann ist das Ergebnis, das spricht für sich. Das hat man in Nürnberg gesehen und auch in anderen Druckereien, die das inzwischen getestet oder zum Teil auch umgesetzt haben. Okay, also die Farben sind anders, das ist einiges zu beachten. Musste denn damit auch, Thomas, bei euch dann der Jens, Entschuldigung, der Druckprozess angepasst werden oder vielleicht sogar ganz geändert werden?
Wir haben ihn anpassen müssen. Wir haben natürlich erstmal die ersten Versuche so gestartet, wie wir Zeitung produzieren, weil wir ja keinerlei Erfahrung hatten. Letztendlich war es dann tatsächlich so, dass wir die Vorstufe angepasst haben, also in Richtung RIP, haben dann hier eine feinere Rasterqualität eingestellt, haben dann uns eher an den Bogendruck orientiert, haben unseren eigenen Standard etabliert, der in Richtung Fogra 39, Fogra 51 geht, was Bogendruck betrifft, und haben da wirklich fantastische Ergebnisse erzielt. Also das war wirklich recht beeindruckend, muss man sagen. Also die Investition lohnt sich, wie es aussieht. Was kosten denn solche Farben im Vergleich zu konventionellen Farben? Komischerweise eine häufig gestellte Frage. Komisch. Und also das ist jetzt nicht wirklich einfach zu beantworten. Diese Produkte selber sind ja noch nicht sehr verbreitet im Markt. Viele sind in den Startlöchern, viele haben angefangen damit zu produzieren. Der Aufbau ist deutlich unterschiedlich. Die eingesetzten Rohstoffe sind ja völlig andere. Ich brauche ein anderes Farbsystem für diese UV- oder UV-LED-Farben. Und dementsprechend sind die Rohstoffkosten deutlich höher. Ich darf sie einfach mit einer Kohlzeitfarbe nicht vergleichen. Einen Preis aktuell zu nennen ist sehr schwierig, weil die großen Mengen werden im Moment noch nicht produziert, weil die Abnahme eben im Moment nicht da ist. Und daraus entwickelt sich halt auch der Preis. Produziere ich Kleinmengen oder gehe ich schon in größere Chargen auch dann, was Lieferungen angeht. Also ich merke schon, du willst nicht so richtig raus mit der Sprache. Ne? Ich hake hier trotzdem nochmal nach. Kannst du ein Beispiel für die Kosten denn vielleicht nennen? Ja, ein Beispiel, auch da geht es schon schwierig. Aber ich sage mal, ein Zeitungsdrucker, der weiß, was seine Zeitungsfarbe kostet. Und der kennt einen durchschnittlichen Marktpreis, der irgendwo zwischen 2 und 3 Euro im Kilo liegt bei den Buntfarben. Man muss unterscheiden, dass das Schwarz nur 50% ungefähr kostet, das Zeitungsschwarz. Um trotzdem den Einzelpreis aus dem Weg zu gehen, kann man davon ausgehen, dass eine UV-Farbe ungefähr Faktor 6 bis 7 kostet zu einer Kohlzeitfarbe. Okay, also was kostet dann die Ausgabe letztendlich? Magst du uns da mal einen Blick geben? Auch das ist schwierig zu beantworten. Ich habe hier mal ein Muster mitgebracht. Das war zum Beispiel mal ein Kunde, den wir uns zugetraut haben zu produzieren. Auf LED während der Testphase. Der hatte einen Auftrag erteilt für Zeitungsdruck und den konnten wir überreden, dann auf LED zu drucken. Magst du vielleicht in die Kamera kurz halten? In die Links? Nimmst du mal kurz. Ja. Also, halt es gerne mal links in die Kamera, ein bisschen von dir. Links, genau. Die da drüben. Also sprich, das Exemplar hier ist im Zeitungsdruck produziert worden und das hier links ist im LED-UV produziert worden. Unterschied ist, glaube ich, jetzt hier auch schon relativ deutlich, die Farbstärke, die beim LED-Druck rauskommt. Ja, sehr deutlich. Das wir haben hier also glänzendes Papier verdruckt, LED-Farben verdruckt und haben dann in der Nachkalkulation festgestellt, dass wir jetzt bei dem Auftrag hier eine Kostensteigerung von knapp 10% hatten, im Gegensatz zu dem Auftrag im Zeitungsdruck. Aber die Qualität, die spricht natürlich für sich. Ja. Welche Geschwindigkeiten können denn auf einer Maschine mit UV beziehungsweise mit LED überhaupt erreicht werden? Ja, das hängt so ein bisschen auch an den Maschinen, wo drauf die Produkte halt laufen. Wir unterscheiden da zwei ganz entscheidende Dinge. Und zwar, wir sprechen einmal von sogenannten Satellitenmaschinen wie in Nürnberg auf der MAN-Maschine, wo ich halt erstmal vier Farben auf der einen Seite bedrucke über einen Stahlzylinder und dann die erste Seite trockne und dann über das obere Haarwerk dann die Rückseite bedrucke. Da sind die Geschwindigkeiten geringer, weil die Gefahr des Aufbauens des Farbfilms auf dem oberen Satelliten halt da sind. Und Jens, korrigier mich, es waren so um die 6 Meter oder auch 8 Meter, die man erreicht hat. Ja. Wenn man sich heute moderne Maschinen anguckt, die jetzt eigentlich üblicherweise zur Zeitungsherstellung eingesetzt werden, dann sprechen wir von Gummi-Gummi-Maschinen, die eben das als Gegendruck das andere Gummituch haben. Und da wissen wir halt, dass ohne Probleme Geschwindigkeiten von 12, 13 bis zu 15 Meter möglich sind und die Produkte trotzdem so getrocknet sind, dass sie problemlos weiterverarbeitet werden. Sagst du, ja, stimmt? Ist völlig korrekt. Also wir sind zum Schluss nach den letzten Tests mit angepasster Farbe tatsächlich auf eine Geschwindigkeit von 60.000 Exemplaren in der Stunde gekommen, in der Doppelproduktion. Das entspricht ungefähr zwischen 6 und 7 Metern bei uns auf der Maschine pro Sekunde. Mhm. Ist korrekt. Würde ich einfach gerne auch noch was dazu sagen. Geschwindigkeit ist
final eine Funktion der Zeit. Ganz klar. Doppelte Geschwindigkeit, halbe Zeit. Mhm. Und das lässt sich natürlich im Bereich der UV- oder LED-UV-Härtung, gilt für beides, absolut kompensieren über mehr Bestrahlungsaggregate und mehr UV-Aggregate. Ja. Damit kompensiere ich die halbe Zeit, kann ich verdoppeln in der Belichtung. Das ist ein bisschen die Frage der Investition. Mhm. Ja. Verstehe. Okay, dann fassen wir es vielleicht an dieser Stelle mal zusammen. Welche Vorteile bietet die Umstellung auf UV und LED denn jetzt mal ganz allgemein besprochen? Also ich würde ganz gerne eins da mal anbringen, weil es wird oftmals immer gesagt, ich habe eine Zeitung und wenn ich die im UV drucke, dann ist die trocken und dann sieht das besser aus. Das darf man nicht so vergleichen. Ich habe die Möglichkeit, mit einer UV-LED-Anlage auf einer Zeitungsmaschine akzidenzähnliche Produkte herzustellen in einer sehr hochwertigen Qualität. Und das ist, glaube ich, das, was man einfach immer betonen muss. Ich darf, wenn ich eine UV-Farbe auf einem ungestrichenen Zeitungspapier verdrucke, dann entschuldigen Sie den Ausdruck, Perlen für die Säue. Aber es ist in dem Falle, das ist nicht das Produkt, was damit erzielt wird. Und ich glaube, es ist auch nicht Ziel einer Zeitung, die in UV zu drucken. Das wird Ihnen kein Leser bezahlen. Somit, ich habe eigentlich mein Portfolio auf einer Zeitungsmaschine erweitert, indem ich in Zeiten, wo die Maschine steht, wo sie eben nicht vollständig ausgelastet ist, akzidenzähnliche Produkte, Magazine herzustellen. Das kann ich mit einer reinen Kohlsitzfarbe nicht. Mhm. Ja, ist richtig. Auch ein großer Vorteil, wenn man jetzt mal vor den Argumenten absieht, die Thomas bringt, rein technisch gesehen, sie kommen natürlich trocken aus der Auslage raus, sie können direkt weiterverarbeitet werden. Man hat die Möglichkeit, tatsächlich hochwertige Commercials auf einer Zeitungsrolle zu produzieren, was ja bis dato eigentlich fast nicht möglich war. Von dem her, ja, Hybridprodukte, das finde ich zum Beispiel ein ganz spannendes Thema, den Umschlag auf hochwertigen, glänzenden Papier zu produzieren, den Inhalt auf Zeitungspapier, schaut klasse aus, macht wirklich was her. Ja, das sind so Objekte, wo wir uns vielleicht auch mal darauf versteifen. Also ich höre raus, wir sind weit entfernt von schwarzen Fingern beim Zeitunglesen. Das sind gute Neuigkeiten. Welche Erfahrungen hast du denn bei euren Tests mit UV und LED gemacht? Ja, wir haben anfangs ja nur eine Lampe zum Testen gehabt und waren da in dem Falle auch noch relativ euphorisch dann, als wir das getestet haben, weil wir den oberen Satellit, wie der Thomas vorhin schon angesprochen hat, nicht in Betrieb hatten. Und als die zweite Lampe dann zum Einsatz kam, dann kam auch die Ernüchterung, weil dann kam das Thema Ablegen auf dem Satellit oben. Aber prinzipiell muss man sagen, haben wir durchweg positive Erfahrungen gemacht. Wir haben relativ viele Farbtests auch durchgezogen, also das war tatsächlich nicht ohne, aber es hat sich gelohnt. Für kleinteilige Auflagen zum Beispiel ist jetzt unsere Maschine für LED perfekt geeignet, personalisierter zum Beispiel perfekt geeignet, man kann danach zwischendurch immer wieder mal waschen, macht danach mit dem nächsten Auftrag weiter. Für Langläufer ist jetzt eher eine Gummi-Gummi-Maschine geeigneter, aber ansonsten erfahrungstechnisch würde ich sagen, ja, hat sich's für uns gelohnt, definitiv. Also die Qualität ist unbestritten. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, das auch genauso wichtig ist, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Und Recycling ist ein großes Thema heutzutage im Bereich Commercials und Zeitungsdruck. Können denn UV-Zeitungen überhaupt recycelt werden? Ganz klare Antwort, ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Das war schön. Ganz genau, ja. Man muss dazu wissen, dass Zeitungen schon seit Jahren das eines der best recycelten Produkte überhaupt auf dem Markt ist. Wir haben eine Recyclingquote von ja, weit über 90%. Das heißt, das Papier wird in einem Kreislauf immer wieder verwendet. Es gibt viele Papiere, Zeitungspapiere haben halt einen Altpapieranteil also von 100% oder einen sehr hochprozentigen Anteil. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum eben eine Zeitung sehr gut recycelbar ist. Und das ist natürlich die Anforderung für eine UV, sei es UV- oder UV-LED-Farbe, genauso. Das muss sie leisten. Und das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage, kann sie das? Und weil das Thema so wichtig ist und weil es da so viel drüber zu erzählen gibt, habe ich gute Neuigkeiten. Denn Thomas, du hast einen kleinen Vortrag vorbereitet. Von daher, wir möchten dir die Zeit geben, dass du dich vorbereiten kannst. Ja. Und an dieser Stelle sage ich schon mal vielen Dank für diese Gesprächsrunde. Ich habe viel Neues erfahren über den Zeitungsdruck und finde es toll, dass es da so viele qualitative Lösungen gibt.